Oh yeah, oh, ich freue mich drauf. Es ist so lange her an sich, dass ich mir... Dass ich an dieser Stelle war quasi. Weil Kapitel 1 ist an sich auch, finde ich persönlich jetzt... Kapitel 1 ist ein super Anfang für dieses Spiel immer. Ist noch nicht zu kompliziert, noch nicht zu deep. Auch noch nicht zu challenging. There we go. So langsam. Ich krieg das noch hin, glaub mir. Ich krieg das noch hin. I promise. Aber das Timing ist halt manchmal echt ein bisschen spezifisch. Mario with a gun. So in etwa, ja. Viele Spieler haben Kapitel 1. Ja, natürlich. Ihr wisst doch, was ich meine. Bester Partner in Oh ja, besonders. Vor allem sind wir denn unseren Ghetto-Lord hier los. Unseren Mini-Flair. Sa. Der springt nicht mal rum. Ja, eben. Ich meine, der Mario springt nur rum. Was ist das? Der macht 4 Schaden. Schwindel, ich glaube, Schwindel war richtig Würfel ist. Oder? Furchtigel. Das klingt immer noch total merkwürdig. Da 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 wap di schwap di bap di wap. Ui, Tiffy. Ui, Tiffy. Schwap di dap di wap. Hop di wap di wurst. Nop di wap di lop. Jetzt sitzt sie in die Paper Mario Musik, ne? Ich blödel nur schon wieder rum. Da da wap di schwap di dap. Web. Schwabti habti wurp. Nopti mapti nup. Schwabti habti hop. Ah ja, hier kann ich noch? Nee, hier komme ich noch gar nicht. Nee. Komm ich erst später hin. Ist okay, Mann. Ich mach dann. Komm ich später nochmal back. Ich muss ja hier eh wieder hin zurück. Also ist das gar kein Problem. Über alles lässt sich streiten, Angel. Über alles lässt sich streiten, wenn man nur hart genug sucht. Du wap die schwap die pap. By the way, ich fand die Dinger hier schon damals. Ich fand das schon damals merkwürdig, dass der einen verfolgt. I didn't know that. Ohne Scheiß, ich wusste nicht, dass das geht. I did not know that. Das habe ich gerade eher random gelernt. Wow. Oder ich hab's vergessen. Pass auf, und jetzt haben wir so diese eine Person, die mein damaliges, oh, SoundFX-Orden. Den muss ich euch noch zeigen, weil der ist stupid. Der Sound-Orden, der kostet nicht mal was, ne? Fuck that. Mach das weg. Was war schon ein Tag gegen eine verwirrte bewegungsunfähig macht? Das war also der. Ach so. Kann es denn sein? Bist du wirklich Mario? Willkommen in Cooperheim. Ich wünsche, ich könnte meinen gebührenden Respekt willkommen heißen. Aber wir haben gerade jede Menge Probleme. Siehst du denn nicht, wie, was hier los ist? Ganze Dorf auf wenigen Fassis im Aufruhr. Weiß schon, was Fuzzy sind, oder nicht wahr? Das ist einer. Das ist so ein Fucker. Ganz üble Kerle. Sind wirklich bösartig.
Im Grunde ziehen die euch aus. This is rape. This is not okay. Nein, blöde Fussi. Nimm sofort meinen Panzer zurück. Oh, danke, Mario. Ich stehe in deiner Schuld. Ich kann mich ohne meinen Panzer nicht sehen lassen. Das wäre zu peinlich. Vielleicht sind Fussies auch einfach nur dafür da, dass ihr mal ein bisschen aus eurem Panzer rauskommt. Du hast ja gar keinen. Nun, pass auf deine Latz-Lederhosen auf. Lass du mal meine Latzhosen in Ruhe. Trockenpilz. Trockentrash. Also für diejenigen, die wissen, was Trockenpilz ist. Trockenpilz ist basically ein HP-Heilung, also. Ja, herzlichen Dank. Also absolut useless. Das Blatt hingegen hat, glaube ich, doch einen guten Nutzen. Füllt nämlich, glaube ich, Blumenpunkte wieder auf. Oh, danke. Der Ball wurde maßgefertigt. Deshalb ist er so gut. Ich sehe doch cool aus, oder? 3 BP. Okay, ist auch nicht wirklich viel. Trockenpilz ist sogar bad. Echt? Hat der Damage gemacht? This guy killed speedruns. This guy killed speedruns for a hobby. Ah ja. Ich komme später nochmal wieder, ja? Das, Kumpel, das könntest du selber machen. Du bist clever. Ne, du bist einfach nur dämlich. Sorry, dass ich das mal so sagen muss, aber... ja. Yeah. War das so? Sag mal, Dick, ich komm später nochmal wieder. Ich habe eine Idee, wie das funktionieren könnte. Ja, du beschäftigt. Wie? Warte, kann das sein? Bist du nicht Mario? Du bist es, mein Name ist Cooper. Oh Mann, großartig, dich kennenzulernen. Dass wir uns hier treffen, muss vom Schicksal bestimmt worden sein. Ich habe da eine große Bitte, ich hoffe, du kannst mir helfen. So ein blöder Fassi hat meinen Panzer gestohlen. In meinem Leben besitze ich nichts Wertvolleres. Oh wow, das ist tiefgründig. Eure Klamotten sind euch wichtiger als euer Leben. Oder mitgleichwertig. Mein Panzer kann ich unmöglich über Haus verlassen. Das wäre mir zu... Du bist aus dem Haus. What the fuck you doing? Wenn ihr nichts ausmacht, könntest du mir meinen Panzer wieder hochschaffen? Oh, bitte. Mario, es ist wirklich eine Schwierigkeit, wir sollten ihm helfen. Ich habe sogar einen Panzer gestohlen, da befindet sich in meinem Haus. Während ihr... Ja, komm, hier, fuck you. Fuzzy! Er ist durch die fucking Tür gemorpht. Speedrunners hate him. Speedrunners fucking hate him. Wahrscheinlich ein Gucci-Panzer. Ja, hat ihm wahrscheinlich sein gesamtes Leben gekostet, den zu kaufen. Fuzzy, Fuzzy! Wenn du ihn kassierst. Fuzzy, such mich doch. Ja, GG.
Fusi, nicht übel, Kumpel. Aber Aufwärmtraining. Fusi! 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 Auf jeden Fall immer ernst, Fusi. Fußfuck. Fusi, Sumino. You're in the same one. Fusi, nein! Ich geb's auf. Ja, yeah, blöden Panzer. Das ist schade für mich. In Zukunft werde ich brav sein versprochen. Vielleicht. Fusi, fuck. Ist da sonst noch was? Nö. Mario, da bist du ja. Habe ich dazu entschlossen, gegen die Fusis vorzugehen. Wenn mein Panzer nicht selbst wieder beschaffen kann, verliere ich meinen guten Ruf. Hat er nicht vorhin gesagt, er kann nicht aus dem Haus gehen sonst, ohne seinen Panzer? Ich meine, jetzt steht er hier mir vor mir in seinem fucking Hemd. Just saying. Ich wollte mir den Panzer schon. Oh ja. Das ist mein Panzer. Oh ja. Mein Panzer wieder. Yippie. Du bist großartig, Mario. Ich schulde dir was. Gut zu sehen, dass du dich freust. Gut zu sehen, ey, Alter. Hör mal, Mario. Ich habe eine Idee. Hast du schon von Professor Colorado gehört? Das ist ein Cooper-Professor. Ein Archäologe. Ist auch ein Entdecker bekannt. Wohnt gleich nebenan. Ich bewundere den Professor schon, seit er in Ei war. What? Wie? What? Ich kann mir nicht schön das vorstellen, als Leben so wie durch die Welt zu reisen und Mysterien zu ergründen. Daher habe ich gefragt, ob du mich mitnehmen würdest. Ich helfe dir auch, komm schon. Siehst du, Mario? Oh ja, ich komm mit. Schwöre, ich, Cooper, werde dir überall folgen, auch wenn es bis ans Ende der Welt ist. Und Gumbario haben wir nie wieder gesehen. Du kannst ihn schleudern und dann ist er toll und macht er Dinge. Yeah. Meine Meinung geändert, du bärtiger Penner. Wie wär's mit dem Käpfchen? Oder vielleicht mit einem Becherchen? Oh mein Gott, ich hab eigentlich ja eine... Yeah. Fusi, wir werden brav sein. Easy shit. Get fucked, loser. Ach hier, Spoiler. Ne, die Bombe, die wir kriegen. Ein Point of View. In Porn wäre das merkwürdig. Okay, gut, ich habe nichts gesagt. I never said anything. So, mal gucken, ist irgendwie... How? Hey, die Fussi ist fort. Ist ziemlich langweilig hier. Ich hätte jetzt nämlich gedacht, dass man das mit ihm hier machen muss. Und jetzt sind Terroristen hier. Achso. Ja, Cooper-Brüder, der wird aber in der Arbeit hingezwungen. Der wird ihn nehmen. Ruhiger Schlaf, wenn ich wüsste, dass diese Kerle bestraft werden. Wow, okay. Bleib cool, bleib locker. Schnall mal die Hose nicht so eng.
Nee, falsch. KP-Ordner von 5. Brauche ich eigentlich nicht, ne? Nom, nom, nom. Nochmal Sonic Adventure? Na, ich glaube, ich würde nicht nochmal Sonic Adventure 2 streamen. Einfach dafür habe ich das schon zu häufig jetzt gemacht. You know? Ich meine, ich mag das Spiel ja auch, ne? Aber ich glaube, das ist mittlerweile... Mittlerweile ist es durch. Also... Nochmal wäre wirklich das eine Mal zu viel. Das ist wie mit Ratchet & Clank. Ich brauche mal kurz Leben. Ich habe das echt nie gewusst, ne? Schwappdi-habdi-wapp. Irgendwie nochmal ein Klassiker aufwärmen. Rayman 3 war auch das dritte Mal, oder? Nee, Rayman 3 war das zweite Mal, meine ich. Nee, doch, das war das dritte Mal. Stimmt, Entschuldigung. Aber bei Sonic wäre es jetzt schon das vierte Mal. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ja, Sonic Adventure wäre schon das vierte Mal dann. Weil das habe ich einmal dann... halt damals ganz zu Anfang. Dann für meinen neuen Kanal habe ich es nochmal gemacht. Mensch, ich bin richtig scheiße in diesem Spiel. Ich wusste das gar nicht. Ja, und dann habe ich es halt nochmal gerestreamt quasi. Und Sonic Adventure 2 hat halt auch echt so einige Stages, wo man sich denkt so, ja, fuck this level in particular. Genau wie Resi 6. Resi 6 habe ich nur zweimal. Einmal das LP mit Hol und dann einmal auch den Restream, wo wir nicht alles gemacht haben. Meteor Herd zum Beispiel. Fast jedes Level in auf der Dark Side. Schläfchen ist kein Damage, also es ist scheiße. Würdest du mal einen Blick auf Rayman Origins oder Legends werfen? Ich weiß nicht. Das waren die sehr 2D-Plattformer-Dinger, ne? Bin ich jetzt... ich weiß auch nicht. I guess not. Dafür habe ich einfach zu viele andere Sachen aktuell noch auf meiner Liste, wo ich unbedingt streamen möchte oder generell zocken möchte. Also da bin ich mir jetzt gerade sicher, dass ich es eigentlich richtig gedrückt habe. Halt auch einige Spiele, wo ich mir vorgenommen habe, wo ein bisschen länger sind auch. Von daher... man weiß nie, was die Zukunft bringt, so von daher... Ich meine, ich habe letztens erst meine Streamliste überhaupt mal wieder überarbeitet. Weil einige Sachen waren outdated. Andere Sachen habe ich dann so ein bisschen höher auf die Liste gesetzt, weil ich sie eher unbedingt machen möchte. Wirst du dir eigentlich Luigi's Mansion 3 holen? Nicht zu Release. Ich weiß nicht. Oh, wow, Mario, was zum... Oh, was ein Pech. Mario ist bereits hier. Oh, wir müssen Anführer sagen. Pom, pom, daro, dodolo. Donatello, fucko. Pommesbude. Pommes. Kartoffelstäbchen. Okay, sorry. Das dumme Winnie-Pooh-Meme, ne? Weiß nicht, Nintendo ist einfach bei mir so an Release, ja. I don't know.
Zumal ich eh nicht weiß, ob ich da überhaupt Zeit habe zum, zum Zocken oder zum Stream. Das ist so das größte Problem eigentlich an der ganzen Sache. Okay, die halten nicht mehr als 4 aus. Das ist gut zu wissen. Zumal bei mir ist auch das Problem, ich habe nie Luigi's Mansion 2 gespielt. Und da höre ich immer, dass die Meinungen sehr weit auseinander gehen. Einige finden ihn echt gut, einige finden ihn echt meh. Ich zum Beispiel bin ein ziemlicher Fan von Luigi's Mansion 1. Habe ich Paper Mario gerade gesagt? Ich weiß es gerade nicht. Wie gesagt, Luigi's Mansion 1 hat ein richtig schönes Feeling, einfach weil es halt, seien wir mal ehrlich, es ist eigentlich ein Mario-Spiel, aber es ist irgendwo doch ein bisschen spooky. Klar, die Gegner sind sehr cartoony und alles, aber wenn wir das alles mal so ein bisschen beiseite schieben, ne? Die Atmosphäre im Spiel ist schon ziemlich spooky. So, der Intro, da kommt Gumbario schon wieder raus, ich merke das schon. Na, das ist ein bisschen schlimm. Aber das ist halt das Zentrum zu einem RPG. Hey, mal sehen, wie groß Mario seinen Schritt weiterkommt. Sätze. Nee, Mario, du, versuch nicht. Du wirst dich in der Festung ohnehin nicht zurechtfinden. Rechts ganz weit nach Arga. Ich habe nicht gesehen, dass das ein ist, weil das die Punkte ist. Das riecht nach Arga. Wie aufregend. Bis später. Deutsch lernen, du musst. Ich mach kaputt. Du Schwanz. Okay, sorry. Gott. Ne, mal kurz Real Talk, ne? Also hätte Ali das nicht repostet quasi, diese gesamte Situation mit Flair. Also wenn das Video hier rauskommt, ist es sowieso schon wahrscheinlich out of date as fuck. Aber, Gott, es ist, Fremdschämen the Game. Es ist einfach, man muss sich mal vor Augen halten, das ist ein 37-Jähriger. Und benimmt sich wie ein fucking Kleinkind. Ich weiß ganz genau, würde er das jetzt hören, müsste ich mir anhören. Was sagst du, Kleinkind? Was sagst du, Kleinkind? Was sagst du? Ne, das ist so ein Running Gag im Video gewesen. Er hat sich immer jeden Satz gefühlt 5-mal wiederholt. Das verstehe ich auch nicht. Ist das ein Kurzzeitgedächtnis oder ist das... Gehört das zu seinem Flair dazu? I don't fucking know. Ich meine, ich mach das jetzt mal, soweit ich denke, soweit ich es für okay halte, dass ich... Ne? Habe ich mich jetzt hier gerade durchgeglitscht? Moment. Gehörte das so? Gehörte das so? Die Lücke ist normal. Ja, ich meine, ich weiß, aber... Ne, hier, eigentlich ist das ja für Dings. Ich meine, es hätte mich nicht gewundert, wie gesagt. Warum versuche ich das? Das bringt eigentlich gar nichts. Bitte fehlt mir immer meine LP. Weißt du, meine LP, was ich damals gestartet habe, ist uralt. Das war noch auf meinem alten Kanal und alles, was auf meinem alten Kanal ist, ist outdated offiziell. Ist hier oben was? Ja, nothing. Deswegen, ich fand, es war langsam an der Zeit, das Ganze nochmal neu aufzusetzen hier. Und dann quasi mal vernünftig zu machen. Zumal ich möchte jetzt auch erstmal versuchen, wieder Projekte zu starten, wo ich tatsächlich durchmachen kann, you know?
Es soll halt so jetzt wieder mehr werden, wie ich damals bei Resident Evil 7 gemacht habe. Ja klar, ich habe das Spiel nicht gemocht. Und das ist noch sehr nett ausgedrückt. I fucking hated it. Aber ich habe wenigstens versucht, in die Videos ein bisschen was reinzustecken, dass die wenigstens annehmbar anzugucken sind. Und dasselbe möchte ich jetzt halt auch damit wieder machen. Ich möchte wieder so erstmal wieder so ein bisschen in die LP-Sparte zurück. Also nicht komplett. Ich möchte immer noch so Videos machen, wo ich für richtig halte, um Gottes Willen. Aber ich möchte halt den Qualitätsstandard wieder ein bisschen weiter oben haben als sonst. Es ist mir jetzt in letzter Zeit einfach wieder zu sehr abgerutscht, einfach weil ich auch zu nichts gekommen bin. Also, jetzt aber auch nur schon mal gesagt, ne? Also erwartet jetzt nicht, dass das Video denn morgen schon auf YouTube ist. Also, ich werde mir kein Zeitlimit setzen, wann ein Video fertig ist. Basically, es ist nicht jeden Tag oder nicht jede Woche. Klar, ich werde versuchen, ein Video ASAP rauszubringen. Also, ich mache auch nicht mehr diesen Vorratkram, das mache ich auch nicht. Aber ich werde halt versuchen, dass wieder regelmäßiger so ein Flow an Content rauskommt. Ergo, es kommt vielleicht nicht täglich, es kommt vielleicht nicht wöchentlich. Aber ich glaube, ihr versteht, worauf ich hinaus will. Ich mache mir keinen Zeitdruck, was die Videos angeht, weil ich möchte, dass sie halt richtig sind. Aber ich werde jetzt auch nicht nur absoluten Müll rausschmeißen. Denn die Videos, die ich aktuell raushaue, die bleiben. Also halt so wie das, was ich heute hochgeladen habe. Zum Beispiel der Risk of Rain Run. Sowas werde ich auch noch weiter hochladen. Oder gewisse Minecraft-Parts wird es auch weiterhin geben. Aber halt, ich mache mir keinen Zeitdruck mehr, weil ich genau weiß, wenn ich das mache, dann kommt wieder ewig lange gar nichts. Aber so ein bisschen was brauche ich halt. Ich brauche halt so ein bisschen Druck, unter dem ich arbeiten kann, weil sonst kommen wir zu gar nichts. You know? Es klingt immer doof, weil ich bin jemand, der unter Druck arbeiten muss. Weil sonst passiert gar nichts und ich sitze den gesamten Tag nur faul rum. Heute schiebe ich das mal so ein bisschen noch auf so ein Mini-Hangover. Und ja. Gott, ich hatte hier an dieser Stelle damals tatsächlich Probleme. Wäre der geborene Student? Ja, basically. Oh, warte mal, konnte ich nicht? Money? Free Money? Ich muss auch mal schauen. Ich würde unglaublich gerne auch mal mein Tattoo jetzt wieder langsam weitermachen. Arbeitest du eigentlich noch bei der Bäckerei? Ja. Ich arbeite immer noch fest, deswegen komme ich auch so selten zum Streamen und generell zum Content machen. Ich mache das halt nicht mehr Vollzeit. Und gerade aktuell ist halt schwierig, weil wir halt mega unterbesetzt sind, aber gefühlt jeden Tag mehr Kunden anziehen. Also klar, das Geschäft läuft Bombe, also das ist mega schön an sich. Aber wir sind halt auch brutalst unterbesetzt. Ach ja, stimmt, hier muss ich auch noch reingehen. Komm später wieder. Aber ja, wie ist die Arbeitszeit? Ich habe Spätschicht. Ich bin überwiegend, beziehungsweise ich werde in letzter Zeit auch immer mehr als Schichtleitung benutzt. Ergo, ich habe dann quasi abends das Sagen. Und, ja, ich bin eigentlich so derjenige, den du immer für die Spätschicht einschickst. Na, perfekt, glaube ich. Denke ich. Fuck. Oh nein, sieht aus, als sei Mario hier. Als sei Paper Mario hier, ja. Das ist richtig. Nee, deswegen habe ich halt, ja, ich habe halt wenig Zeit zum Streamen, zum Aufnehmen an Sachen. Und ich, ja. Wenn ich dann halt auch so mal einen Tag habe wie heute, das ist ja auch so diese Sache.
Ich war gestern quasi den gesamten Tag unterwegs. Also ich war, bin aufgestanden, direkt in die Stadt gefahren, direkt wieder raus, hab mich fertig gemacht, konnte mich nochmal für eine Stunde oder zwei hinsetzen, nochmal ein bisschen entspannen. Also habe ich da auch nichts geschissen gekriegt in der Zeit natürlich. Und dann mussten wir ja schon los. Oh, the trap. The trapo. Alles, Einzelhandel. Ja, so in Einzelhandel würde ich auch nie wieder gehen. Um Himmels Willen, also. Boah, Loser. Geschieht dir recht. Bist drauf reingefallen. Schwachkopf. Oh, was war das? Kommen die denn her? Oh. Ich habe mich gefragt, wer du wohl sein magst, aber du bist nicht Mario? Nach einer Million Jahren hätte ich nicht erwartet, die Berühmtheit wie dich so an einem Ort zu treffen. Wie ich? Mein Name ist Bombette. Das klingt ähnlich wie Bowsette, aber das ist eine different story. Falls du es nicht bemerkt hast, ich bin ein Bonbon. Schön, dich kennenzulernen. Was sagst du? Warum ich hier eingesperrt bin? Ganz einfach. Weil ich eine potenzielle Gefahr bin. Sag ich mir eigentlich auch ständig zu mir, aber, ne? Zumindest für diese schlappschwänzigen Koopa. Oh, wow. Zuerst habe ich ebenso wie die anderen Bonbons nur hier gearbeitet. Aber diese Koopa-Brüder, als Bowser an die Macht kam, haben sie getan, haben sie angefangen, uns zu tyrannisieren. Ich konnte es nicht mehr ertragen, also bin ich einfach neben ihnen explodiert. Hättest du mal sehen sollen. Ich habe ihre gesamten Gedärme auf den Boden verteilt. War eine Riesensauerei. Tja, das war wohl ein Fehler. Koopa-Brüder fanden das nicht sehr komisch. Ich fand's komisch. Ich finde das immer komisch. Und deshalb sitze ich jetzt im Kittchen. Da haben sie auch noch die anderen Bonbons eingesperrt, weil sie einen Aufstand befürchteten. Eine Bonbon-Rebellion. Man könnte schon fast sagen, ein Bonbon-Battlefield. Was sagst du dazu? Oh, Verzeihung. Das ist eine lange Geschichte. Aber egal. Wir wollen hier raus. Glaubst du, du kannst unserer Flucht helfen? Ich meine, bitte, bitte. Wenn du uns hilfst, verspreche ich auch dir zu helfen. Oh, wie schön. Jetzt wollen wir für immer Freunde sein. Und die Gedärme unserer Feinde an den Wänden verteilen. Ich meine, wir werden ein super Team sein, Mario. She scares me. By the way, das kann man auch so quasi vorm Fight einsetzen. Und wenn das dann halt vom Timing her passt, ist brutaler Damage. Lass uns überlegen, wie wir sie am besten umbringen. Ich meine, wie wir von hier verschwinden können. Ach ja, fast hätte ich es vergessen. Ich habe dir ja noch gar nicht gesagt, was meine Spezialität ist. Wie dumm von mir. Ich kann richtig gut töten. Ich meine, ich kann explodieren. Pass mal auf. Wenn du irgendwo Sprünge in einer Wand siehst, kann ich die wahrscheinlich zum Einsturz bringen. Versuch es doch mal. Schnusch, geh in Deckung. Hast du es gesehen? Weißt du jetzt, wie ich dir von Nutzen sein kann, Mario? Stell dir mal vor, das wäre ein menschliches Wesen. Oh, ein Fluchtweg. Oh, nun. Ich habe bis jetzt noch nie daran gedacht, es auf diese Weise zu probieren. Ich war so wütend, dass ich immer an dieselbe Stelle in die Luft gegangen bin. Das war vielleicht ein bisschen blöd. Na egal. Hauptsache, wir können jetzt von hier verschwinden und Leute umbringen. Das gilt für uns alle. Vielen Dank, Mario. Von jetzt an werde ich dir folgen und dir helfen, wo ich nur kann. Ruf nach mir und ich bin da. So, genug geplaudert. Ich habe leider noch Rechnung mit den Koopa-Brüdern zu begleichen. Oh boy, das wird ein Massaker. That thing, it scares me. Lass mal hier verschwinden. Hey, war traurig, Tonja, ich bin froh. Freiheit, juhu! So viel nachgedacht. Bin hier auf die Idee gekommen, die Wand zu sprengen. Ist wirklich unglaublich klug.
Keine Sorgen, muss mal. Wir finden schon einen Ausweg. Hey, Roadrunner. Was soll der Krach? Wenn ihr Bonbons vergessen habt, ja, der Festival mit Ausnahme von Notfällen strikt untersagt, zu explodieren. Was zur? Mario, was machst du denn hier? Nichts Gutes, würde ich sagen. Los, auf ihn! Mach ihn Kickbox! So, warte, was war? Ach stimmt, das war Single-Target-Damage. Scheiße. Das habe ich ja ganz vergessen. Käse heute bleibt. Ah ja, stimmt. Das sollte ich vielleicht nicht tun. Ja, eigentlich gegen Bomb Oms ist sie eigentlich überhaupt nicht gut. Aber gegen alles andere ist sie ziemlich effektiv. Ich hole mal erst nochmal die Sachen, die da hinten waren. Hier war doch was, ne? Ja, stimmt, der Schlüssel. Ja, dieses Bombett kann einfach nur Body Slam und Explosion. Das ist eigentlich ziemlich handy, wenn man mal so drüber nachdenkt. Ach ja, komme ich gleich erst hin. Ja, zwischen den Zähnen, das nervt voll. Sie ist Killer Queen. Basically. Wenn man mal so drüber nachdenkt. Hahaha. Jetzt komme ich euch holen, ihr Sackgesichter. Aber ich glaube, für die Koopa Bros setze ich dann doch lieber Koopa ein. Oder? Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Rabatt. Okay, sorry. Rabatt ist so ein schönes Wort manchmal, ne? Butt! Einfach nur Butt! Oh, mein Ohr. Jetzt ist mein Ohr, geil. Alles an mir. Einer der Gründe, warum ich jetzt noch zu spät mit dem Stream angefangen habe, dass ich noch Haare waschen musste. So, von einem Marketingstandpunkt ist es natürlich halt so eine Sache. Weil es ist an sich auch echt scheiße. Weil irgendwo durch Pokémon Go ist halt was Sales angeht, ne? Man braucht Pokémon nicht mehr so als Main-Game-Ding, sondern Pokémon Go macht for free quasi das, was die Main-Teile sonst immer gemacht haben. Das ist das einzige Problem, was ich daran sehe. Weswegen ich auch aktuell noch sehr skeptisch bin, was Sword and Shield angeht. I got my sword. So eine Situation war das. Ist ja, wenn man denn so diese Route immer wieder hin und her fährt, ne? Und du einfach hoffst, dass irgendwann die Götter zu dir herablachen und sagen, yes, yes, my son. Du bekommst jetzt einen shiny Schlongelbong. Und alle denken sich so, yes, yes, father. I can do that. Denn, ja. Dann hast du dein shiny Schlongelbong und. Ja, dann hat es aber nicht die richtigen Werte. Und ist competitive absolut worthless. Und dann realisiert er, dass Schlongelbong generell total das worthless Pokémon ist, das selbst Potrot interessanter ist.
meine, ohne Scheiß, selbst Carpador ist besser. Also, ne, Carpador, weil es wird zu Garados. Aber selbst das ist besser als Schlongelbong. Beziehungsweise dann ist es fucking worthless. Ich will das mal treffen. What? What, my? Das war merkwürdig. But okay. Shitsuke. Shitsuke Nakamura! Und sein Sidekick Zane Sammy! Fucking Bilbo! And weird latex wearing Bilbo! Together! You're joining forces to become Shinsuke Schwakabuba! Captain Hoba Bubben! Halt mal kurz. Der Bonbon ist auf dem Halt mal kurz reingefallen. Ich hab gar. Ob Mario Stahlkappen hat, ist der Satz. Was hab ich gelesen? Ist Mario ein Schwachlappen? Genau das. Guter alter Halt mal. Er ist auf ein gutes altes Halt mal kurz reingefallen. Mein Grad, warum nicht? Ich weiß halt nicht, ob ich das wirklich als Challenge durchziehen soll, komplett ohne HP-Upgrades. Ich meine, ich habe Orden, die das an sich machen können. Ich meine, so ein bisschen bin ich ja schon interessiert. Sieh einmal, ich hätte nicht gedacht, dass du das hier schaffen würdest. Hör auf, so süffisant zu grinsen? Das ist ein deutsches Wort? Hast du uns überrascht? Glaub mir, wir werden dir den Boden aufwischen. Wir sind cooler als Eis. Naja, Jungs, Feuer frei. Alter. Mal gucken, ob ich da durchkomme, so. Oh, nice. Ahorn. Ich glaube aber tatsächlich, für den Fight, der mir da bevorsteht, will ich tatsächlich Dings haben. Killer Queen. So Explosive-Stuff ist dann doch eher ihr Ding. Hehe. Sag mal, Schlongelbong. Selbstgefällig, überheblich, süffisant. I never heard this. Süffisant. Oh boy, TV. Okay, eine Kanone hält nur 4 aus. Aber ich glaube, die haben irgendwie einen Defense-Buff. Wenn ich mich nicht irre. Mach das mal so. Ah, ne, fucking hell. Ja gut, dann so. Ich habe vergessen, dass die Dinger ja nur beschwören quasi. Aua. Machen wir so. 3 Damage, okay. Kann man bei denen nicht voll grinden? Eigentlich? Na, ich weiß halt nicht, ob die Sternpunkte irgendwann quasi runtergehen. Aber technisch gesehen... It's actually a good question. Ist wahrscheinlich voll der Speedrun-Trick. Twick. Voll der Twick.
Geld. Man kann bis zum Grund, wenn man keine XP mehr bekommt. Ja, doch. It's a kids game. Natürlich muss ich das nicht grinden. Seid ihr bereit? Hey, Melanzano, was machst du hier bei Mann? Schwing die Hufe. Oh, mein Panzer, geh runter. Warte mal. Wow. Oh Gott, nein. Mein Bart, das... Was machst du denn? Das sieht total bescheuert aus. Lass mich machen ein Selfie. Okay, warte. Ich bin bereit, Pomodoro. Endlich. Los geht's. Geht cool, Jungs. Ja. Oh, what the fuck. Ja, ich habe schon auf dich gewartet, mein Bruder. Ich bin der stärkste und coolste, ich mag ein schnell bin. Ich zeig deine nächste Idee, du hier auszuprügeln. Mit deinem Pizza hätte ich bitte nee. Ah, bist du von Wein nicht, also fuck. Das Timing von dem angefaschene Marschall. Wahaha, ich bin unbesiegbar. Wer macht bloß gegen mich? Ja, definitiv, Junge. Hier, halt mal kurz. 3 Damage, das ist nicht gar mal so gut, ne? Ha! Warum mit dir? Mach ja keinen Spaß. Weil ich mal abkratzen. Ich spare mir mal die BP für den, ne? Weil ihr glaubt ja selber nicht, dass das hier der Part ist. Wow. Wahaha! Oh, du Schwächle! Hör mir auf, voll zu lachen! Eben, das ist halt hier Speedrun, ne? Es ist schon Final Fight hier. Oh, bei mein Labe, wir schwarz neben meinem Teil heißen Paper Bowser. Oh nö. Oh Gott, ich war perfekt. Boah, da konntest du nicht Oh, fuck. Ist kaputt. Jetzt kommen die Cooper-Brüder. Sick music, by the way. Baba. Okay, Mario. Koste hiervon. Boah, wir kippen! So viel Zeit, super Wirbelattacke! Wow, 4 Damage. Alter. Okay. Das Lied ist echt geil. Mein Timing ist absolut scheiße. Schmeiß euch um, Jungs. Boah, kippen! There we go. Oh, I will enjoy this. Ach, das ist One-Hit? Ah, oh, shit.
Ja gut, dann killen wir halt einen. Scheiße. Halten also nicht mehr aus als 5. Gut. Just in case. Okay, 3, also halten sie 4 oder 5 aus. Aber jetzt macht der Kram schon mal weniger Damage. Jetzt kann ich es natürlich blocken. Ist immer wieder typisch von mir. Boah, kippen, ey! Einer ist auf jeden Fall tot. Ja. Ich habe keine Feuerblume mehr. Ich kann keine einsetzen. Ich habe keine mehr. Sieh, hab keine mehr. And he's dead. Wow. Oh, hallo. Aus hier raus. Von wann haben sie das Ding wieder zugemacht? Egal. I don't ask. Ich will das Ding gar nicht. Was soll ich damit? Blödsinn, ne? Das brauche ich doch gar nicht. So, ja, gesund. Ja. Aussicht ist hier oben auch ganz schön, ne? Alles, was das Licht berührt, ne? Alles, was das Licht berührt, ist irgendwie aus Pastell. Shit's nice. Okay. Immerhin, das sieht okay aus. So besiegt Mario und seine Freunde die Koopa-Brüder und retteten einen der edlen Sterne. Doch noch wurden die 6 der Sterne vermisst und warten noch Hoffnung auf ihre Rettung. Die Zukunft des gesamten Königreichs des Sternhafens und natürlich der Prinzessin liegen in den Händen von Mario und seinen neuen Freunden, seiner neuen Freunde. Das Abenteuer hat gerade erst begonnen. Das war ja auch Kapitel 1, ich meine da nur. Just saying. Ich frage mich, was Mario wohl gerade macht. Dumm rumficken hier. Vielleicht verletzt es sich. Ich mache mir solche Sorgen um ihn. Geht ihm sicher gut, Prinzessin. Ja, er ist gerade dabei, die Sterne zu retten. Ja, du hast recht, Twink. Ich muss stark sein. Ich muss mich darauf konzentrieren, einen Weg hier rauszufinden. Aber davor stehen jede Menge Wachen. Du kannst unmöglich durch die Fenster entkommen. Du kannst? Ich meine, Mario hat es auch überlebt, also stell mal nicht so an. Warte mal eine Minute. Ich erinnere mich, dass der Minister gesagt hat, es gäbe einen Raum, einen geheimen Weg. Twink, hilf mir danach zu suchen. Cool, tolle Idee. Hippe Shit-Idee.
Und sieh doch, was ist denn da im Bild? Wisst ihr, wie lange ich damals nach dem Scheiß gesucht habe als Kind? Nur mal so nebenbei. Ja, cool, jetzt können wir den Raum verlassen. Sick shit, yo. Minister klingt wie Monarch und Monarch erinnert mich an Yakuza. Wo sind wir? Wie sieht der das an? Schon, das hätte jemand sein Tagebuch hier liegen gelassen. Sollen wir es lesen? Lesen, nur ein bisschen. Solche Dinge tust du wohl gerne, wie? Zis. Okay, aber ganz leise. Mal sehen. Tag, Monat, Stern, sonnig. Sternstab gestohlen. Jetzt bin ich unbesiegbar, cool. Ich habe auch die 7 hohen Sterne entführt. Jetzt kann ich nicht mehr dazwischen funken. Nur ein harter Tag. Ich bin ziemlich erledigt. Das Abendessen war ganz nett, aber ein bisschen fad. Ich glaube, ich kenne die Person, die das geschrieben hat. Sollen wir weiterlesen? Okay, machen wir weiter. Tag OX, Monat Stern, wolkig, dann sonnig. Liebes Tagebuch, heute war ein großer Tag. Ich habe meine Festung dazu benutzt, den Pilzpalast zum Himmel zu heben. Frag mich nicht, wie das funktioniert hat, aber irgendwie habe ich den Scheiß da drunter gekriegt, ohne dass es jemand gemerkt hat. Dann bin ich in den Palast eingedrungen und habe Mario verdroschen. Yeah! Ich weiß, unglaublich, aber lustig. Es kommt noch besser. Danach habe ich Prinzessin Peach entführt. Ich könnte nicht glücklicher sein. Ich hoffe, sie mag mich. Prinzessin Peach, das ist Bowsers Tagebuch. Igitt! Wir überspringen besser die Seite, wo er über seinen Reptilienpenis redet. Okay, gut, lesen wir weiter. Tag XX, Monat Stern, sonnig. Kuba-Brüder sind von Mario besiegt worden. Er hat sogar den blöden Stern befreit, den ich schon gefangen hielt. Ich bin so sauer, dass ich kaum schreiben kann. Ich hätte die Dinger behalten sollen, schließlich bin ich ja unbesiegbar. Aber so schlau war ich dann doch nicht. War eine rückblickende Scheißidee. Nur groß und stark und gut und hilfsbereit. Ich hasse ihn. Aber ich mache ihn trotzdem keine Sorgen. Auf keinen Fall Mario in Sternen in staubtrockenen Ruinen retten. Um das zu tun, müsste er zuerst das Geheimnis der Wüste lösen. Und die Ruinen in der staubtrockenen Wüste finden. Er weiß ja nicht mal, wie man in die Wüste gelangt. So mach ich mir keine Sorgen. Sogar ruhig, dass ich jetzt ins Bett gehe. Staubtrockenen Ruinen? Sind mitten in der staubtrockenen Wüste. Und da ist alles so staubtrocken. Einer der edlen Sterne wird dort gefangen gehalten. Glaubst du, du kannst Mario Phänomenas mitteilen? Ja, natürlich, Prinzessin Peach. Ich mache mich sofort auf die Suche. Oh nein. Here it comes again to kill my voice. Oh nein. Ich habe mein gesamtes Tagebuch offen liegen lassen. Das ist so furchtbar peinlich, wenn jemand lesen will. Was? Prinzessin hier zu suchen? Ja, ihr Bösartige. Ihr habt mein Tagebuch gelesen. König Pasa, gibt es ein Problem? Ja, die schnellsten Wachen aller Zeiten. Wenn die Prinzessin sofort zurück auf ihr Zimmer. Oh, sorry. Nein, lass mich runter. This is how hentai started. Sweep. Gott, viele Stimmeinlagen mit Bowser halte ich nicht mehr aus. Ich dachte, du schaffst die hohen Sterne zu retten. Zum tiefsten Grunde meines leuchtenden Herzens spreche ich dir meinen Dank aus. Jetzt, wo du mich aus meinem Gefängnis befreit hast und das Siegel, welches meine Macht unter Verschluss hielt, zerbrochen, schon bald werde ich wieder voll bei voller Kraft sein. Solange auch nur ein Funken Kraft in mir verbleibt, werde ich dir stets helfen. Man kann Kraft einsetzen, geil. Um Sternkraft einzusetzen, benötigst du Sternenergie.
Möchtest du, dass ich dir Einsatz von Sternengrabe, Sternenjäger... Fuck off! Ich würde dir raten, es dir anzuhören. Das ist sehr wichtig. Müssen nicht... Fuck you! Oh gut, wie du wünschst. Alle wollen sie mal das Tutorial nicht hören. Merkwürdig bist du. Hör gut zu. Muss die anderen hohen Sterne so schnell wie möglich retten. Wenn wir 7 wieder zusammen sind, können wir dir Sternkraft namens Sternstrahl leihen. Radikal Beam. Nein, nice. Ist die einzige Möglichkeit, gegen die Kraft des Sternstabs zu bestehen. Ich muss nun zurück zu Grüner Sternhaft. Ich muss sofort aufbrechen. Doch ich werde stets über dich wachen. Hört uns, Mario. To the moon! Yeah! Okay, genau. Aber ich frage mich ja halt echt, wie weit komme ich, ohne dass ich mir quasi HP-Power-Ups hole. Mal, ich könnte gut was schaffen, ne? Aber... Shit's risky, you know? Ich hätte mir mal mehr Orden holen sollen, nicht Depp. Kostet 3, eieiei. Schlag plus ist sowieso irgendwo Blödsinn, weil das macht dann genauso viel wie Powersprung. Also. Machen wir das mal so. Wir machen es mal auf die umständlichste Art, wie es geht. Echt, in der Kanalisation wäre ein guter Orden? Ich weiß das gerade gar nicht mehr. Ich meine, ich kann. Speaking of mehr Raketen, ne? Ich weiß, das ist eigentlich ein Funk-Royal-Joke, der aus Metroid Fusion kommt. Und ich habe persönlich nie Metroid Fusion wirklich gespielt. Ich glaube, einmal so nebenbei ein bisschen. Ich glaube, ich habe es mal privat versucht zu spielen, aber nie lange wirklich. Und, wir haben letztens eine Diskussion, also eine Unterhaltung mit Sketchy gehabt von wegen Projekte generell. Und da meint es ja auch, Metroid Fusion wäre eventuell was. Deswegen habe ich das einfach mal mit auf meine Liste gesetzt. Hab ich doch gerade gesagt, das kommt. Hört ihr mir manchmal zu? Ich hab doch gesagt, das ist von Funk. Das ist aus seinem ganz alten Metroid LP. Also Metroid Fusion. Manchmal glaube ich, ihr hört mir einfach nicht zu. Nie hört ihr mir zu. Hör mal, auf wen habe ich gewartet? Oh, scheiße. Ich sag, dass wir uns wiedersehen werden. Bekomme ich meine Rache. Los geht's, Baby. Pass auf. Mach dich fertig. And he's dead. Dann rede mit dir. Sprich hier, süßer Kampf, Gänsehahn, was letztes Mal laufen wird. Er ist hier, ja, Schale. Von Knirps. Schnauze! Tu mal, du hast ihn doch an mir, oder? Oh, fucking no. Verdammt, du hörst ihn nicht! Hörst du, kleine Ratte? Mein Name ist Junior Trooper. Merk ihn dir und zerzittere. Wenn ich mit dir fertig bin, wirst du garantiert nicht mehr vergessen. Oh boy. MF Breit. Bereite dich auf Schmerzen vor, Mario. Zeig dir, was ich gerade erst gelernt habe. Let's see about that. He is egg. Ja, richtig. Oh fuck. Wer rechnet denn damit, dass der Kerner solche Fähigkeit verfügt? Gott, das ist doch nicht vorbei.
dachte schon, er ist tot. Hopp! Nice one. Sehr schön. Abzüge in der B-Note, though. Immer noch? Fucking dead. Oh, he's dead. He is fucking dead. No one fucking cares. He is fucking dead. Manuel Schnion. Wo ist er? Immerhin fliegt er mir diesmal nicht, spreng seine Leiche. Ich bin's, Trigger, das sichert mich. Ich hörte, dass du den Stern befreit hast, der von Cooper-Brüdern bewacht wurde. Bowser und seine Bande sind ziemlich sauer deswegen. Ich wusste, du würdest es schaffen, Mario. Bist schon einen Schritt weiter. Schnauf, schnauf. Genug des Feierns. Ich komme, um wichtige Informationen zu bringen. Es scheint, als würde einer der Sterne irgendwo in staubtrockenen Wüste gefangen gehalten. Bowser ist in seinem Tagebuch geschrieben. Direkt neben seinem monströsen Echsenpenis. Ich meine, dieser Ort heißt staubtrockene Ruin. Die Prinzessin hat so viel auf sich genommen, um dir diese Informationen zu verschaffen, Mario. Wenn wir noch etwas herausfinden, werde ich sie sofort wissen lassen. Ich muss jetzt zurück zu ihrer Hoheit. Sie ist so mutig. Ja, fuck off. So, mal gucken. Hier war doch... Was auch immer, Dubel. Hey, sieh da. Mein Papa hat seinen Laden eröffnet. Wollen Sie nicht einen Blick riskieren? Wir haben coole Sachen. Sein Ordenladen, wir verkaufen Orden. Kommt ihr doch mal rein. Sie nerven mich, ne? Seltene Orden. Schauen Sie doch mal ganz genau hin. Oh, yes. Was solltest du in Auge für einen Orden? Das ist ein sehr guter Anti-V-Heb. Kostet 75 Münzen. Anzahl der OP für diesen Orden beträgt 2. Möchtest du ihn kaufen? Ja. Herzlichen Dank. Gerne Zeit und sei mein Sortiment, also schauen wir wieder mal vorbei. Speedwirbel. Ich hab grad Muttisprung gelesen. Ich bin dann mal wieder weg. Okay, tschüss. Sag mal, okay, na gut. Speedwirbel ist doch einfach nur. Ich will gar nicht mit dir reden. Speedwirbel ist doch basically einfach nur, ja, der hier, der Wirbel ist einfach schneller. Ergo, der Freund eines Speedrunners. The fuck is your problem? Du kleiner Mann. Mein Name ist Zed Oro. Freue mich, dich kennenzulernen. Sag, möchtest du nicht vielleicht deine Werte verbessern? Ja, natürlich willst du das. Normalerweise kostet es 390 Münzen. Aber für dich sind halt nur 39 Münzen. Wenn du mir 39 Münzen gibst, verbessere ich deine KBBP oder OP. Versuche nicht, dich über das Ohr zu hauen. Komm schon, weißt du es... Nee, ich weiß, der... Ist aber schon, fuck you dann. Der ändert die Stats, ne? Also quasi nimmt das was anderes dann weg. War das irgendwie... Oh ja, ich möchte einen Dönerblitz. Und der klingt auch witzig. Er ist ein Dealer. Er ist im Stress. Gott, was ist diese Stadt voll mit Weirdos? Ja doch, ich kann in die Kanalisation. Aber ich meine, ich komme halt noch nicht weit. Aber wir können ja mal so, wir können ja mal gucken, wie weit wir kommen. Weil wir müssen hier später sowieso wieder hin. Kommst du wohl her? Peter! Um die Ecke, Meatlord. Danke für den Sub, mein Dude. Radikale Viecher. Ich weiß noch nicht, ob ich hier hin sollte.
Aua. Alter, wie viel haltet ihr aus? Ich hab so das Gefühl, ich sollte hier nicht sein. Ich meine, ich sollte hier wirklich nicht sein. Man muss hier eigentlich erst viel später hin, aber ich kann ja schon hier hin. Eieieiei. Erfahrung gibt's immerhin. Nee, nee. Oh, nice, Geld. Gut, den will ich jetzt nicht unbedingt benutzen. Nutzen wir mal davon sowas. Oh, I wonder how, I wonder why. Das war mir irgendwie klar, ich weiß auch nicht warum. Blooper! It's the normal size one. Das war dumm. Fuck. Yo, Digga! Oh, shit! Shit hurts. Das wäre vielleicht doch mal ganz praktisch gerade. Am Blooper, das benutzt unter Toad Town. Max Kapitel 30. Oh boy. Oh boy, this could be a problem. Yes, geil, I got gist. Geh in die Kanalisation, haben sie gesagt. Es ist gut da. Da kannst du was holen, haben sie gesagt. I hate this move. I am really beyond dead. Huh! Letztes Highlight. Oh, Tiffy! Genikalisation, haben sie gesagt. Okay, langsam habe ich es raus. Aber er könnte auch mal wieder... Er dürfte auch mal gerne was anderes machen. Ich finde den Move nämlich echt scheiße. Es müsste eigentlich mehr Schaden machen. Elementar und so ein Blödsinn. Okay. I get the hang of it, innit? Okay, es war doch mal ganz gut, dass ich hier einmal Scanner benutzt habe, nur um zu wissen, wie viel er halt hat. Sonst hätte ich nachher unnötige Risiken eingegangen. Hui. Das war knapper, als es musste. Huiuiui. Brain! Schrumpfer. Das sind ja echt scheiße. Mein gut, für 20 Erfahrungspunkte sage ich jetzt mal auch nicht nein, aber... Hm...
Klingt ja gar nicht mal so doof. War mir... Fuck you, Gumbario, Digga. Pass auf, Junge. Der Goomba ist nur wertlos. Ich soll ja hier gar nicht sein, ne? Das ist ja hier eigentlich ein Gebiet, wo ich noch nichts zu suchen habe. Ne, und das war ein Luftgegner. Gumbario ist fucking trash, ja? Das macht ihn mal nicht wertvoller, als er ist. Er hatte jetzt mal einen Moment gehabt, ja? He had a moment. A moment of justice. Puff! Löchen! Bin Knospi. Oh, Blütenfelder, mein wundervolles Land voller Blumen. Rein, schade, Blumen meines Landes auch in diesem Königreich bringen. Magst du Blumen, oder? Wer magst du sie? Wer mag sie nicht? Nur, aus welchem Grund lasse ich wohl eine Haupthut? Okay. Mein Blumensamen. Nur gut behandelt, wird er aus diesem wunderschönen Blumen wachsen. Die Blumen sind sehr zerbrechlich. Nur jemand mit einem zarten Händchen kann die zum Blühen bringen. Bitte passt gut darauf auf, denn schon ist sehr spröde. Fucking hell. Ich sollte aufhören, solche Stimmen anzufangen, wo meine Stimme killen. Ach ja, die Lotterie, wo ich keine Ahnung habe, wie sie funktioniert. Speaking of Lottery. Hallo, Liebe. Grunzi, was? Was bringt das nochmal? Ich meine, an sich ist es ja... sind das Lootboxen? Lootboxen in meinem Paper Mario Spiel? The fuck is that? Toad, was ist das? Ein silberner Grunzilottel. Grunzilottizüch. Jo, Schimmer und Laser, die Sonne, was für ein hübsches kleines... Was bringt das? What is it good for? Absolutely nothing. Aber warum will ich unbedingt alle haben? Warum will ich sie unbedingt alle sammeln? Gotta oink them all.